Was haben Designermöbel, doppelte Expertise und einer Informatiker gemeinsam? Richtig, ihr habt es gut erraten. Es geht um Studium inklusive, das heißt um Aspekte des Studierens mit einer Behinderung, in diesem speziellen Fall einer Sehbehinderung. Ihr hört heute den Podcast Bildung auf die Ohren, den Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Gwendolyn Schulte, ich bin selber hochgradig sehbehindert oder wie es auch korrekt heißt, praktisch blind. Ich möchte mich heute mit dem Thema beschäftigen, wie das Studium mit einer Behinderung oder speziell einer Sehbehinderung sich früher gestaltet hat, wie das vielleicht vor 25 Jahren im Vergleich zu heute aussah, welche Fortschritte die Digitalisierung mit sich gebracht hat, aber auch welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen es zum Beispiel heute an Universitäten gibt für Menschen mit Behinderung. Weil mittlerweile ca. 10-11% aller Studierenden angeben, dass sie eine studienbeeinträchtigende Einschränkung, also sprich Behinderung oder chronische Krankheit haben. Meine Gesprächspartnerin und mein Gesprächspartner sind beschäftigt bzw. studieren an der Technischen Universität Dortmund. Dort gibt es DOBUS an dem Zentrum für Hochschulbildung und DOBUS ist eine Einrichtung, die behinderte Studierende berät und unterstützt. Zunächst mal mein eigenes Studium, das ist etwa 25 bis 30 Jahre her. Ich habe damals in Marburg studiert. Mein heutiger Lebensgefährte, der war auch dort, der hat sehbehindert studiert. Er hatte damals schon eine starke Sehbehinderung. Damals standen in den Bibliotheken große Kästen, Zettelkästen, in denen befanden sich also kleine Zettel mit meistens sehr schlecht gedruckten, schlecht lesbaren Informationen, also Karteikarten, die meistens auch in schlecht beleuchteten Ecken dieser Bibliotheken standen. Und anhand dieser Karteikarten musste man sich dann die Literatur aus den Regalen mühsam zusammensuchen. Und dann musste mein Freund sich die Literatur auf Kassette auflesen lassen, weil er die selber nicht mehr lesen konnte. Dazu brauchte er also ein Aufnahmegerät, er brauchte Kassetten und er brauchte jemanden, der ihm das aufliest. Also er hat Personen dafür bezahlt, dass sie ihm seine Silvesterliteratur auf Kassette auflesen. Bis vor nicht allzu langer Zeit stand bei uns im Wohnzimmer ein relativ vergleichbar den Bibliotheken ein ebenfalls großer Kasten aus Holz, der auch aus vielen verschiedenen Schubladen bestand. Und in diesen Schubladen hat mein Freund seine Kassetten abgelegt. Als er dann sehr, sehr viele Kassetten hatte, ist er dann zum Schreiner gegangen und hat den Schreiner gebeten, ihm diesen Schrankmaß anzufertigen. Da musste er natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das musste seine eigene Initiative zeigen. Dieser Schrank hat also 7 große Schubladen. In jede Schublade passten 105 Kassetten. Es waren weit über 700 Kassetten, die er sich im Laufe seines Studiums so angelesen hat. Wie hat er sich dann den Zugang verschafft dazu, was auf welcher Kassette zu finden ist? Und da hat mein Freund dann tatsächlich digitales Werkzeug damals schon. Er hatte damals schon einen Computer mit Sprachausgabe und konnte sich dann Tabellen schreiben in kleinen Tabellenprogrammen. Und dann hat dieser Tabellen konnte er sich dann erschließen, wo sich die Literatur im Einzelnen im Schrank befindet. Ja, und dieser Schrank war recht groß und sperrig und irgendwann, vor ein paar Jahren, ist er dann aus unserem Wohnzimmer verschwunden. Wie stellt sich das Studium heute dar? Heute müssen sich Studierende keine Schränke mehr bauen, sie müssen auch keine, vermutlich hoffentlich nicht auf gedruckte Zettelkästen zurückgreifen, um ihre Literatur zu finden, sondern es gibt Literaturverwaltungssysteme, es gibt OPAX oder Datenbanken, in denen die Literatur elektronisch verzeichnet ist und diese Datenbanken sind hoffentlich auch barrierefrei, sodass sie eben auch von der Sprachausgabe von einem System, das also Blinde und Sehbehinderte nutzen, ausgelesen werden kann am Computer. Technisch sind wir da also sehr viel weiter als noch vor 25, 30 Jahren. Was sich auch verbessert hat, ist die rechtliche Lage, weil seit 2009 die Behindertenrechtskonvention in Deutschland gilt und mittlerweile ist es halt so, dass also auch Universitäten Studierenden Unterstützung anbieten, weil sie eben auch die Studierenden das Recht auch auf ein Hochschulstudium haben, wenn sie eine Behinderung haben. Und diese Service- oder Beratungs- und Unterstützungsstellen gibt es vor allen Dingen an ein paar ausgewiesenen Universitäten. Eine davon ist die Technische Universität in Dortmund und dort gibt es DOBUS. DOBUS steht für Dortmunder Behinderung und Studium. Und ja, DOBUS hat sich über einen relativ langen Zeitraum entwickelt, galt eine Zeit lang als Vorzeigemodell, auch für andere Unis. Mittlerweile gibt es ähnliche Beratungsstellen auch in Marburg, in Dresden, Karlsruhe etc. Also es gibt so ein paar Unis, die so ein bisschen eine herausragende Rolle haben. Und für diesen Podcast habe ich gesprochen mit 2 Mitarbeiterinnen von DOBUS, die auch teilweise schon sehr lange dort arbeiten. Und ich habe gesprochen mit Nima Saleh El Ibrahimi, der selber Informatik studiert an der Uni Dortmund und der ähnlich wie mein Freund und wie ich jetzt auch eine starke Sehbehinderung hat. Er bezeichnet sich selbst als gesetzlich blind.
Wir haben uns darüber unterhalten, was Dobos so macht, wie Dobos entstanden ist. Dazu möchte ich jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Interview, das wir Anfang Juni geführt haben, einspielen. Mein Name ist Gwen Schulte. Ich bin jetzt ungefähr 15 Jahre beim Deutschen Bildungsserver. Der ist angesiedelt am DIPF. Das ist Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und dort bin ich hauptsächlich zuständig für den englischsprachigen Bereich. In letzter Zeit habe ich mich auch angefangen, für digitale Bildung und Inklusion eben zu interessieren. Und der Hintergrund ist unter anderem, dass ich selber halt sehr stark sehbehindert bin und festgestellt habe, dass es in dem Themenbereich auch so ein paar Lücken gibt und ein paar Defizite. Da bin ich in dem Zusammenhang eben auch irgendwann auf Dobos gestoßen und freue mich sehr, dass Sie also interessiert sind und sich bereit erklärt haben, hier beim Podcast mitzumachen. Und vom DIPF ist noch dabei die Christine Schumann, die das alles schon länger macht. Genau, also ich bin zuständig beim Deutschen Bildungsserver für Social Media Aktivitäten und auch für den Bildungsserver Blog, auf dem wir auch die Episoden, also die Podcasts veröffentlichen. Wir machen das jetzt seit einem Jahr mit den Podcasts. Ja, und wenn die drei von Dobos sich jetzt auch nochmal vorstellen möchten, vielleicht machen wir das mal alphabetisch nach Namen. Also zuerst die Frau Drohlshagen. Ich bin Birgit Drohlshagen. Ich arbeite schon sehr lange an der TU Dortmund, nämlich schon seit 1990. Ich arbeite schwerpunktmäßig in der Fakultät Rehabilitationswissenschaften und dort im Fachgebiet Sehen, Sehbeeinträchtigung und Blindheit. Bilde also Studierende aus, die unter anderem Lehrerinnen und Lehrer für Förderschulen sehen werden möchten und bin mit einer Viertelstelle bei Dobos im Bereich Behinderung und Studium und da schwerpunktmäßig zuständig für den Arbeitsraum und Hilfsmittelpool für behinderte Studierende und für diesen ganzen Bereich barrierefreie Medien, assistive Technologien. Ich bin selbst blind und habe von daher sicherlich einen anderen Zugang sowohl zu meiner Lehre als auch einen anderen Zugang zu Studierenden, wo ich eben meine eigenen Erfahrungen immer gut mit einbringen kann. Frau Hage, was können Sie uns über sich selbst erzählen? Genau, also mein Name ist Hage. Ich bin seit 2013, also jetzt seit 8 Jahren an der TU Dortmund. Vorher vor allen Dingen auch an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften, genauso wie Birgit Drohlshagen. Da sehr stark in dem Bereich quasi inklusive Medienbildung, digitale Teilhabe, digitale Barrierefreiheit. Das sind sozusagen meine Schwerpunkte in Forschung und Lehre. Und seit einem Jahr bin ich eben zuerst mit einer halben Stelle zu Dobos gegangen, weil eben dieser Bereich barrierefreie Medien und assistive Technologie wächst quasi und an Bedeutung gewinnt. Und seit April bin ich ganz zu Dobos gewechselt. Also seit April dieses Jahres habe ich eine ganze Stelle bei Dobos. Und das teilt sich in ein Forschungsprojekt und eben diesen Bereich digitale Barrierefreiheit. Und von Haus aus bin ich Journalistin. Ich habe sozusagen so einen Querweg genommen. Wenn sich jetzt noch unser Student vorstellen möchte, der einzige Mann in der Runde. Mein Name ist Nima Saleh Ibrahimi. Ich erst in der TU angefangen, wirtschaftspolitischen Journalismus zu studieren, habe aber dann in die Informatik gewechselt und arbeite aber auch noch seit Anfang des Jahres zusätzlich beim Dobos und arbeite da mit Anne zusammen und bin da auch quasi im Bereich digitale Barrierefreiheit zuständig. Ja, das bin ich. Okay, ich glaube, Sie haben selbst auch eine Sehbehinderung, oder? Genau, richtig. Also ich gelte als gesetzlich blind, aber habe noch einen Sehrest. Also ich sage immer, ich bin gesetzlich blind, bin aber hochgradig sehbehindert. Also ich sehe noch ein bisschen was. Und so ein bisschen wie bei mir. Man kann immer gar nicht so sagen, wann man das einsetzen kann, das Sehen, und wann nicht. Aber es ist immer ganz stark abhängig von Also bei mir, ich habe Retinitis pigmentosa, das ist eine Netzhauterkrankung. Und da ist es so, dass es bei mir sehr stark lichtabhängig ist und kontrastabhängig. Quasi noch grob Umrisse. Ja. Schämen und schwierig zu beschreiben, weil es immer sehr abhängig davon ist, wie die Wetterlage ist, wie hell es draußen ist, wie viel Licht ist denn in der Wohnung vorhanden. Ja. Kenne ich mich schon in dem Ort aus? Wenn ich mich in dem Ort quasi schon auskenne, dann kann ich mit dem, was ich noch sehe, quasi mich besser orientieren und so Sachen. Jetzt würde ich einfach mal anfangen mit ein paar Fragen. Also ich würde jetzt zum Beispiel die Frau Drohlshagen mal fragen, können Sie ein bisschen was über die Geschichte von Dobos sagen? Muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es Dobos beziehungsweise die bestimmte Einrichtung von Dobos bereits seit 1977. Damals hat eine Professorin der Fakultät Sondererziehung und Rehabilitation, hieß die damals noch, die Fakultät, eine Professorin hat gemerkt, gesehen, dass Studierende mit Behinderungen Barrieren erleben und einen Unterstützungsbedarf haben.
Und sie hat aufgrund dieser Wahrnehmung eine Stelle, die sie hat, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, freigegeben für die Beratung behinderter und chronisch kranker Studierender. Das heißt, es war die Initiative einer Professorin, die Vorläufer von Domus ins Leben gerufen hat. Es hat dann mehrere Jahre dieses Beratungsangebot gegeben, behinderter und chronisch kranker Studierender. Parallel dazu hat sich auch 77, ich denke, das war auch so die Zeit der politischen Behindertenbewegung, parallel dazu hat sich eine Interessengemeinschaft behinderter und chronisch kranker Studierender gegründet, die sehr aktiv gemeinsam mit dem Beratungsdienst für veränderte Bedingungen, bessere Bedingungen an der Uni Dortmund sich eingesetzt hat. Es war damals einfach nicht üblich, dass Menschen mit Behinderungen studiert haben. Es gab keine oder nur sehr wenige rollstuhlgerechte Toiletten. Es gab keine Rolliparkplätze. Es gab eigentlich nichts. Und der Ansatz war schon damals im Beratungsdienst behinderter Studierender einerseits, Studierende mit Behinderung individuell zu unterstützen, dass sie ihr Studium gut abschließen können, gucken, dass sie erforderliche Hilfsmittel bekommen, dass sie bei Dozenten keine Schwierigkeiten haben, wenn sie Unterstützung brauchen und so weiter. Aber das zweite Standbein war immer schon zu gucken, dass sich Strukturen an der Uni verändern. Immer sowohl die individuelle Unterstützung als auch man würde heute sagen, Herstellung von Barrierefreiheit. Dieser enge Kontakt, den der Beratungsdienst damals schon hatte mit der Interessengemeinschaft behinderter Studierender, hat sichergestellt, dass das, was angestoßen wurde an Veränderungen, auch wirklich bedarfsgerecht war. Und irgendwann wurde ziemlich deutlich, dass gerade im Bereich blinder und sehbehinderter Studierender ein Unterstützungsangebot benötigt wurde, was nicht so einfach umsetzbar war. Aber deutlich wurde, blinde und sehbehinderte Studierende brauchen umgesetzte Literatur und die stellt die Unibibliothek nicht zur Verfügung. Das ist wieder dieses Prinzip der individuellen Unterstützung und der Herstellung von Barrierefreiheit deutlich geworden. Also einerseits hat der Beratungsdienst blinde und sehbehinderte Studierende unterstützt, Assistenten zu finden, Vorlesekräfte zu finden, die Bücher, die die Studierenden gebraucht haben, individuell auf Kassette auflesen. Andererseits hat der Beratungsdienst mit der Interessengemeinschaft aber auch durchgesetzt, dass die Unibibliothek damals angefangen hat, in den 80er Jahren einen Umsetzungsdienst aufzubauen. Also wirklich mit Personal, mit studentischen Hilfskräften, Literatur aufzulesen. Und dann ist deutlich geworden, wieder ein paar Jahre später, wieder aufgrund individueller Bedarfe, dass die Unibibliothek zwar komplette Bücher umsetzt, aber keine Studienmaterialien. Und so ist dann auch ein Umsetzungsdienst entstanden, der Skripte aus Seminaren, Thesenpapiere für blinde und sehbehinderte Studierende damals in der Regel noch aufgelesen hat auf Kassette. Und in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre ist ein weiterer individueller Bedarf deutlich geworden, nämlich der an assistiver Technologie. Also es gab inzwischen Computer mit Breitseile, Screenreader und Vergrößerungssoftware. Und so hat auch wieder der Beratungsdienst angestoßen, dass ein Arbeitsraum für Behinderte eingerichtet. Und da haben wir dann irgendwann, hat die Fakultät Reha-Wissenschaften oder mehrere Professorinnen dafür gekämpft, dass diese Einrichtungen Beratungsdienst, Arbeitsraum und Umsetzungsdienst zu einer gemeinsamen Einheit zu DOBUS zusammengelegt werden. Und DOBUS hat sich immer weiter entwickelt. Es sind immer wieder neue Projekte dazu gekommen, neue Angebote. Und 2012 war es, da hat die TU dann gesehen, dass es eigentlich nicht so richtig ist, DOBUS weiterhin bei der Fakultät Reha-Wissenschaften anzusiedeln, weil ja DOBUS für alle Studierenden Aufgaben übernimmt und auch alle Lehrenden dabei unterstützt, gute Bedingungen für behinderte Studierende zu schaffen und nicht nur Lehrende und Studierende der Fakultät Reha-Wissenschaft. Und deshalb ist dann DOBUS Teil einer zentralen Einrichtung geworden, nämlich Teil des Zentrums für Hochschulbildung und hat seitdem auch einen dauerhaft richtigen Etat, eigenen Etat und ist wirklich als zentrale Einrichtung der TU abgesichert.
Wie viele Beschäftigte gibt es denn bei Dobus und wie viele Studierende mit Behinderungen erreichen Sie Ihre Arbeit? Ich glaube, das ist so, um das einordnen zu können, doch ganz hilfreich noch zu wissen. Dobus hat 10 Beschäftigte. Denen sind 3 Vollzeitbeschäftigte, die anderen Teilzeit. Und es sind nicht alles festangestellte Mitarbeiterinnen, sondern einige sind eben auch auf Projekt. Die Frage nach den behinderten Studierenden oder Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die kann man nicht so einfach beantworten, weil es ist in Deutschland glücklicherweise so, dass Behinderung bei der Einschreibung nicht als ein Merkmal erfasst wird. Von daher wissen wir nicht, wie viele Studierende wir wirklich haben. Es gibt aber regelmäßige Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks, alle paar Jahre auch danach fragen, sodass man davon ausgehen kann, dass 11% der Studierenden eine studienerschwerende Beeinträchtigung haben und 7% der Studierenden eine starke. Da gibt es ja auch einen Bereich Studieninteressiert. Die wenden sich an Dobus schon, bevor sie das Studium in Dortmund aufnehmen. Können Sie mir dazu was sagen? Ja, das stimmt. Also ich glaube aber, dass das tatsächlich immer noch besser Frau Rosang beantworten kann, weil das mehr ihr Bereich ist. Also wir schieben uns die Bereiche sozusagen. Okay. Ja, genau. Ja, ich wollte nur irgendwie, dass auch jeder mal was sagen darf. Ja, wird schon. Wird schon so sein. Ich kann hier einfach mal starten und Anne, du ergänzt. An Dobus wenden sich eigentlich Schülerinnen und Schüler, die überlegen, mit Beeinträchtigungen, die überlegen zu studieren. Entweder sprechen sie den Beratungsdienst behinderter und chronisch kranker Studierender an, weil sie beispielsweise werben wollen um einen Studienplatz und dann geht es darum, wie stelle ich einen bei zulassungsbegrenzten Studienfächern, wie stelle ich dann einen Härtefallantrag oder wie stelle ich einen Antrag auf Nachteilsausgleich bezogen auf die Bewerbung oder auch Schülerinnen und Schüler, die mobilitätsbeeinträchtigt sind. Wie komme ich überhaupt zur Uni in Dortmund? Wo kann ich überhaupt barrierefrei wohnen? Wie regle ich meinen Bedarf an Assistenz? Also all das, was behinderungsbedingt vor dem Studium schon Themen sind, die man möglichst regeln sollte, bevor man anfängt zu studieren. Wir machen jedes Jahr im November ein 3-tägiges Schnupperstudium für behinderte und chronisch kranke Studierende. Da laden wir Schülerinnen und Schüler ein, eben zum einen, wie geht überhaupt studieren, wie geht Essen in der Mensa, gehen in eine Lehrveranstaltung und gucken sich die an. Sie gucken sich die Bibliothek an. Sie erfahren aber auch darüber, wie beantrage ich meine Hilfsmittel? Welche Unterstützung hat die für behinderte Studierende? Frau Hage, Sie haben jetzt gesagt, einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte sind auch digitale Medien. Ja, digitale Medienbildung, das ist ein Arbeitsschwerpunkt, der natürlich so aus meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Fakultät herkommt. Aber im Bereich von Dobus geht es tatsächlich sehr stark um Barrierefreiheit von Medien, Barrierefreiheit von Materialien, die im Studium werden und Tools, die immer mehr eingesetzt werden halt. Also das nimmt mit der Digitalisierung der Hochschule sehr stark zu, sodass meine Aufgabe oder unsere Aufgabe da ist, neben dieser Umsetzung quasi, ne, die Frau Drohzahn ja schon erwähnt hat, ne, dass wir sozusagen Dokumente, PowerPoints, Videos quasi barrierefrei machen, wenn Studierende den Bedarf haben quasi. Also jetzt nicht für die gesamte Uni, sondern das geht auch bedarfsorientiert. Kümmere ich mich sehr stark um den Bereich Institutionen an der Hochschule, Fakultäten, bei uns das Medienzentrum quasi zu beraten, wenn es zum einen dazu geht, Sachen anzuschaffen, sondern wie es mit der Barrierefreiheit aussieht. Also jetzt bei der Pandemie war es ja so, dass wir ganz schnell eben Videokonferenzsysteme anschaffen mussten oder auch andere Tools noch dazu angeschafft haben. So Abstimmungstools, die es gibt, oder ein Whiteboard oder sowas. Und da werden wir schon auch gefragt, wie es mit der Barrierefreiheit aussieht. Es ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass ich sage, das ist das K.O.-Kriterium oder das ist sozusagen das entscheidende Kriterium bei der Anschaffung. Aber das wird schon auch berücksichtigt. Und wir geben natürlich auch Tipps. Also erstens ist es so, dass man selten Tools findet, die wirklich 100% barrierefrei sind. Das gibt es einfach kaum. Das heißt, es kommt auch darauf an, einfach Tipps zu geben, wie geht man damit um? Da geben wir halt auch Tipps, Fortbildungen oder bei Anfragen. Und wir haben so schriftliche, also wir haben uns einen Moodle-Kurs, da ging es um Umstellung von in die digitale Lehre. Da geben wir halt auch immer Barrierefreiheitstipps mit. Und das ist, also zum einen machen wir das ein bisschen auf unserer Seite, aber uns ist vor allen Dingen wichtig, dass wir in den Gremien und in den Materialien, die es an der Hochschule gibt,
da immer den Bereich Barrierefreiheit zu platzieren, dass alle immer zu Dobus kommen müssen, um Informationen zu dem Thema zu kommen, sondern wir versuchen, überall drin zu sein und das dort zu platzieren. Was hat sich denn durch die virtuelle Lehre dann tatsächlich verändert bei der Arbeit Dobus? Das können wir ja zusammen beantworten. Da fände ich es natürlich wunderbar, wenn Nima seine Erfahrung natürlich auch mit einer Fall, weil der ist aus der Sicht der Studierenden gesagt. Also wir haben auch eine Befragung gemacht und wir haben natürlich sozusagen Erfahrungen gesammelt. Es ist natürlich unterschiedlich, logischerweise. Es ist nicht für alle Studierenden mit allen unterschiedlichen Arten von Beeinträchtigungen gleich. Aber wir haben schon gesehen, dass digitale Lehre schon dazu beiträgt, Barrieren, die Präsenzlehre hat, auch abzubauen. Also seien es Mobilitätsbarrieren, die oft kamen. Dass es zu Hause zum Teil einfach stressfreier ist bei bestimmten psychischen Beeinträchtigungen, chronischen Krankheiten oder sowas, das zu studieren. Dass es einfacher ist, auch Fehlzeiten auszugleichen. Es besser ist es sozusagen in den Alltag einzuarbeiten, wo vielleicht auch Therapien oder Krankheiten oder sowas sind. Also dass es da schon durchaus viele Vorteile gibt durch digitale Lehre und durch mehr Möglichkeiten auch asynchron zu studieren und nicht so live. Möchtest du zwischendurch noch was sagen, sozusagen deine Erfahrung als was tatsächlich Blindheit und Sehbeeinträchtigung angeht? Es ist natürlich so wie es Anne auch gerade eben schon gesagt hat. Manche Sachen, die sind einfach tatsächlich auch besser geworden durch die digitale Lehre. Also wenn man Vorlesungen als Video aufzeichnet und dann sich die Videos quasi im Nachhinein nochmal anschauen kann oder pausieren kann, um nochmal genau zu schauen, was hat der Dozent jetzt gesagt zu dem Teil der Vorlesungsskriptes, dann kann man das anhalten und sich nochmal genauer anschauen. Oder wenn man jetzt mit einer Sprachausgabe arbeitet, kann man einfach auch das Video stoppen. Das geht ja in der Vorlesung nicht, dass man einfach sagt, warten Sie mal kurz, ich muss mich mal kurz orientieren. Genau, und deswegen ist das total praktisch. Also ich bin schon ein großer Fan davon, dass Vorlesungen als Video aufgezeichnet werden. Es gibt aber natürlich auch ein paar neue Barrieren, die dazugekommen sind. Also es ist jetzt nicht mehr so leicht, Gruppenarbeiten zu machen mit einer Sehbeeinträchtigung, weil generell ein bisschen komplizierter ist, das alles online zu machen. Aber man hat diesen persönlichen Kontakt irgendwie nicht zu den Leuten. Und das ist natürlich, aber das bezieht sich nicht nur auf eine Behinderung, sondern es ist natürlich auch generell schwieriger, einfach auch, man beginnt ja quasi mit allen gemeinsamen Studium, die man dann kennenlernt, aber jeder macht ja dann auch verschiedene Module. Und da dann neue Leute kennenzulernen, um mit denen dann Gruppenarbeiten zu machen, ist natürlich in der digitalen Lehre auf jeden Fall schwieriger. Was ich auch sagen muss, ich habe das vorhin vergessen bei der Vorstellung, ich habe tatsächlich sogar drei Rollen. Also ich arbeite bei Dobus, ich bin Studierender und bin auch Referent im Autonomen Behindertenreferat der TU Dortmund. Und wir gehören quasi zum AStA. Wir organisieren so ein bisschen diese Interessensgemeinschaft Behinderter, Studierender und chronisch Kranker. Genau, wir haben also auch bei uns gefragt, wie das denn aussieht. Und da war auch die Resonanz, dass es für Sehbehinderte und blinde Studierende auf jeden Fall mit so Videovorlesungen leichter ist. Und auch für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, vor allem wenn man jetzt unter einer Angststörung leidet und einfach große Menschenmengen da nicht immer so von Vorteil sind, ist das natürlich super, wenn man in seinen eigenen vier Wänden ist. Also es ist natürlich auch ein Nachteil, weil damit diese soziale Interaktion mit anderen Menschen auch abebbt. Ja, man gerät aus der Übung, oder? Ja, also das, was wir mitbekommen haben von den Studierenden, die bei uns da sind, sagen ja, es ist auf jeden Fall schwierig geworden, gerade mit psychischen Beeinträchtigungen, mit einer sehbehinderten Blindheit, kommt es auch ganz stark darauf an, was man studiert. Also wenn man jetzt ein eher geisteswissenschaftliches Fach studiert, was nicht nur, aber schon größeren Teilen auf Sprache basiert oder auf Texte, aber es ist leichter geworden, also so was ich erfahren habe. Und wenn man aber etwas studiert, was in den Bereich der MINT-Fächer geht, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, da dann schwieriger geworden ist. Weil gerade, also ich studiere ja auch Informatik und gerade in der Informatik, auch schon vor der Pandemie, ist das Studium ist komplett darauf ausgerichtet, dass man einfach ganz viele Sachen in Gruppenarbeiten macht, weil es auch später im Beruf wichtig ist, dass man in Teams arbeitet, was man ja gar nicht so denkt. Also so zum Thema, das Klischee von einem Informatiker, dass sie alle im Keller sitzen, das ist tatsächlich im richtigen Arbeitsleben, ist das gar nicht so. Es ist ganz, ganz stark darauf basiert, dass man im Team arbeitet. Macht es aber in der Pandemie mit einer Sehbehinderung auf jeden Fall schwieriger. Das ist jetzt alles sehr positiv, was wir sagen. Ich würde zwischen zwei Sachen unterscheiden. Zum einen, dass quasi der Zwang
zur Digitalisierung meiner Ansicht nach eben auch zeigt, zum einen, was Barriere in Präsenzuni war und zum zweiten, was für Vorteile tatsächlich digitale Tools bieten können, auch wenn das eben unter Bedingungen ist, die nicht planvoll waren. Aber natürlich hat diese Pandemie selber auch einen hohen Druck und sozusagen, und das sagen auch andere Befragungen, nicht nur unsere, dass natürlich bei Studierenden mit Beeinträchtigungen quasi die Befürchtungen und Sorgen etwas größer waren auch. Das hing aber sehr stark mit den Pandemiebedingungen zusammen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt ganz alleine gezwungen ist, seinen Studienalltag zu organisieren, das ist natürlich schwieriger geworden. Und da ist natürlich auch Einsamkeit oder sowas ist natürlich auch ein großes Thema. Wir haben natürlich von Dobus auf verschiedene Art und Weise versucht, darauf zu reagieren. Als im Frühjahr letzten Jahres von jetzt auf gleich diese ganzen digitalen Konferenztools und so eingesetzt werden mussten, haben wir gesagt, Studierende, die Schwierigkeiten mit der Bedienung haben, mit der Bedienung der Tools, mit ihren assistiven Technologien, für die haben wir Workshops angeboten, wo wir geguckt haben, wie bediene ich denn Zoom mit Screenreader oder mit Vergrößerung. Ich weiß auch, dass die Kollegin, die den Schwerpunkt eher in der Beratung von Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen hat, auch Angebote gemacht hat zur Tagesstrukturierung oder auch Gruppenangebote, dann eben nicht mehr in ihrem Büro, sondern per Zoom. Das ist bei uns mit dem Autonomen-Behindertenreferat auch ähnlich. Also wir sind auch quasi eng verzahnt mit dem Dubus, also nicht strukturell, aber man kennt sich natürlich untereinander. Ja. Und wir bieten das auch an, dass wir quasi einmal im Monat sagen, wir treffen uns hier in einem Zoom-Meeting und von Studierende zu Studierenden werden quasi auch Sachen ausgetauscht, die wir dann halt auch weitertragen können an Dobus oder an die jeweilige Stelle. Ich würde sagen, in Dobus und auf dem Aber ist immer wichtig, mit den Studierenden in Kontakt zu bleiben, weil das ja auch gleichzeitig das Futter bietet, dafür neue Sachen zu machen oder halt weiterzuarbeiten, weil man ist immer auf Feedback angewiesen. Ich habe noch eine Frage, die ich irgendwie ganz interessant fand. Ihre Behinderung oder Ihre Sehschwäche tatsächlich Ihr Studium beeinträchtigt? Ich kann ja erstmal einleitend sagen, wie ich generell arbeite. Also ich habe einen Laptop mit einer Sprachausgabe und eine Bildschirmvergrößerung drauf. Bei mir kommt es ganz stark darauf an, sind die Vorlesungsmaterialien schon vorhanden, so in Form von Skripten, und sind diese Skripte barrierefrei oder so für mich zugänglich, dass ich sie auf jeden Fall nutzen kann. Wenn nein, schicke ich die an das Dobus und an den Umsetzungsdienst. Wenn ja, dann ist ja alles super. Wenn aber das ist halt, wo es dann zu Problemen kommt oder zu größeren Barrieren ist, wenn Vorlesungsinhalte während der Vorlesung erarbeitet werden. Es gibt zum Beispiel Fach bei uns, das heißt Rechnerstrukturen. Und da ist es halt so, dass überwiegend, also ich würde sagen über die Hälfte der Zeit, einfach Sachen an der Tafel erarbeitet werden. Das sieht ja instant. Und das ist dann ohne Studienassistenz erstmal gar nicht zugänglich. Und genau, das führt dann zu größeren Problemen. Bei mir persönlich war es jetzt so, ich habe eine Studienassistenz beantragt, habe die dann bewilligt bekommen und dann kam die Pandemie. Dann war es wieder ein bisschen hinfällig. Ich musste also alles wieder zurücküberweisen und sagen, ja, ich melde mich vielleicht doch mal in 2 Jahren. Genau. Und wenn die Vorlesungsmaterialien barrierefrei sind, dann brauche ich trotzdem länger, weil ich, kommt natürlich ganz stark darauf an, was der Inhalt ist. Also wenn es jetzt etwas Visuelles ist und ich kann es auch mit der Vergrößerungssoftware arbeiten, brauche ich trotzdem länger, weil ich ja nur Teile des Bildschirms range. Was macht denn diese Studienassistenz? Also es ist primär so gesehen, dass quasi die Studienassistenz für jemanden die Materialien barrierefrei zugänglich macht. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt an der Tafel viel geschrieben wird und es wird Mathe-lastig, dann wird von der Studienassistenz quasi abverlangt, oder das würde man dann, da würde man dann drauf achten, wenn man die Person einstellt. Und das hier zum Beispiel in LaTeX, das ist quasi so eine Sprache, um mathematische Formelzeichen, aber generell auch andere Dinge darzustellen. Und das nutzen viele Blinde und Sehbehinderte, weil die mathematischen Formelzeichen ja so nicht ersichtlich sind. Und dann wird quasi drauf geachtet, kann die Person LaTeX, kennt die sich aus? Und bei mir wäre es jetzt so gewesen, ich hätte mir halt jemanden gesucht aus dem höheren Semester, weil es halt auch wichtig ist zu verstehen, was wird da vorne gesagt und was bedeuten diese ganzen Begriffe, um die richtig aufzuschreiben. Genau, und dann würde in diesem Tafelbeispiel, würde dann, wenn jetzt zum Beispiel der Dozent etwas aufschreibt, würde die Person neben mir mit dem Laptop sitzen und auch aufschreiben, und entweder würde man den Bildschirm teilen und ich würde dann mitlesen oder ich würde das nacharbeiten. Also ich kenne eigentlich niemanden so, der in Regelschulzeit das zu Ende gebracht hat. Also man braucht immer mehr Zeit. Ja, man braucht schon gutes Durchhaltevermögen, ne?
Irgendjemand hatte mir mal gesagt, ich glaube, es war sogar du, Birgit, dass man ja quasi, man hatte ja noch einen Vollzeitjob. Also man studiert, muss aber noch sich um so ganz viele andere Sachen kümmern, kriege ich meine Vorlesungsmaterialien barrierefrei umgesetzt. Ich brauche die Sachen rechtzeitig. Wenn man die hat, muss man das auch alles nacharbeiten. Das heißt also, man hat quasi plus, also zu dem Studium, das man selber eigentlich schon führt, noch die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass das auch weiterläuft und dass man die Sachen, die quasi andere Studierende so bekommen, da muss man halt ganz oft schauen, dass man das erstmal zugänglich ist und dann von da erstmal beginnen zu lernen. Also es ist auf jeden Fall stressiger. Also so, ich hab natürlich nicht ohne Sehbehinderung studiert, ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden, also zwischen Leuten mit Behinderung und denen ohne Behinderung? Wie erleben Sie das miteinander? Dazu muss ich sagen, das ist auch wieder sehr stark individuell. Also nur, oder man besteht ja nicht nur aus der Behinderung, sondern auch aus ganz vielen anderen, sage jetzt mal, sozialen Merkmalen, im Thema Sozialkompetenz oder auch, also generell, es kommt ja auch darauf an, kommt man mit den Leuten generell gut klar, was jetzt nicht unbedingt mit der Sehbehinderung immer zu tun hat, sondern verstehe ich mich gut mit meinen Mitmenschen. Da würde ich sagen, es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Also ich kenne Leute, die sagen, sie studieren alleine, die kennen nicht viele Leute in ihrer Beziehung. Also natürlich ist es so, dass wenn man mal fragt, ja, auf welcher Folie ist man gerade? Ah, 52, okay. Also ich hatte, als das noch alles in Präsenz war, da hatte ich schon so meinen festen Freundeskreis. Die waren auch in dem Maße, wie sie es halt konnten, unterstützend. Aber sie können natürlich nicht, während die selber was handschriftlich aufschreiben, sagen, ja, dann schreibe ich dir das mal kurz den Latech noch mit. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Also weil das sowas belastet ja dann auch Freundschaften, wenn er ja noch zusätzlich zu dem, was er studieren muss und lernen muss, noch meine Sachen umsetzen muss. Und dafür ist dann auch eine Studienassistenz gedacht. Das finde ich ganz wichtig, was du da sagst, Nima. Das würde ich echt gerne nochmal unterstreichen. Ich finde den Ansatz falsch zu denken, dass Defizite, die an der Uni sind oder die in der Lehre noch sind, dass das Kommilitonen auffangen müssen. Das kann man in einem üblichen Rahmen mal machen, wie man zueinander hilft. Dem Augenblick, das Prinzip wird und wo es immer, da belastet das Freundschaften, da macht das abhängig. Und da würde meine politische Behindertenerfahrung, Mitgliedschaft in Behindertenbewegung wirklich, Nackenhaare würden sich mir da aufstellen. Ja, also das geht einfach nicht, dass Menschen mit Behinderung in so eine Abhängigkeitsposition gedrängt werden, weil sie keine Assistenz haben oder weil Strukturen an der Uni nicht. Aber das ist auch total, also das ist auch total unpraktisch, weil man kann sich nicht dann drauf verlassen oder beziehungsweise natürlich kann man sich dann auch seine Freunde verlassen. Man kann nicht sagen, ja, du hast mir das ja jetzt nicht rechtzeitig übertragen oder sowas. Also das geht ja gar nicht. Man kann ja gar nicht mit irgendwelchen Ansprüchen zu jemandem kommen, der sowieso schon in seiner Freizeit, weil die sowieso schon in ihrer Freizeit ja, einem so entgegenkommt. Und das ist auch, also mir persönlich ist das dann auch ganz doll unangenehm. Also das ist einfach so eine Abhängigkeit, in die man auch selber gar nicht geraten will. Und wenn man dann einen Studienassistent hat, man ist dann quasi Arbeitgeber und das ist dann komplett anders geregelt. Da wird ja auch ein Vertrag festgelegt mit Stunden pro Woche und sowas. Und das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen ist das auch mega wichtig, dass so Anträge und generell, dass das einfach schnell vonstatten geht und nicht irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr dauert, weil das ist auch eine zusätzliche Barriere, die halt nicht sein muss. Und das ist halt auch wieder das, was ich meine. Man hat halt diesen Mehraufwand und muss halt viel organisieren. Da sehe ich auch wieder Dobus in der Pflicht und die übernehmen wir auch. Also wir unterstützen zum einen dabei, dass Studierende Assistenz zum Beispiel beantragen. Ich meine, tun müssen sie selber, aber wir würden nochmal beraten, worauf ist zu achten, wie mache ich das Ganze. Und wir planen jetzt gerade wieder neu, das haben wir aber immer in regelmäßigen Abständen gemacht, sogenannte Assistenztutoriate, wo wir mit Studierenden, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung einen Hilfebedarf haben, den sie über Assistenz decken wollen, über Studienassistenz, überlegen, wie geht das überhaupt, wie organisiere ich das, wie finde ich Assistenten, was mache ich, wenn es Konflikte gibt, also wo wir dieses ganze Thema Studienassistenz auch nochmal besprechen. Wir können von Dobus diesen Mehraufwand, den Nima beschreibt, nicht nehmen, aber versuchen, ihn soweit es geht zu reduzieren. Klang jetzt auch ganz krass, dass ich sage, man muss alles selber organisieren und sowas, das stimmt, man muss selber organisieren, aber es ist jetzt nicht so, dass man an der Uni ankommt und weiß überhaupt gar nicht, was man machen muss und dafür gibt es ja das Duos, also man kann sich da super beraten lassen und das sage ich jetzt nicht, weil ich da arbeite, sondern weil ich das auch, also ich habe das ja auch alles wahrgenommen, kriegt auch Hilfestellungen, wenn es dabei geht, einen Nachteilsausgleich zu stellen und sowas, also man ist nicht komplett auf sich alleine gestellt, nur machen muss man es halt selber, aber das ist ja auch gut so, weil wir sind ja alle erwachsene Menschen, die studieren. Noch irgendwelche Aussagen, die unbedingt noch rein müssen in den Podcast? Was
cool wäre, wenn Dozierende das so ein bisschen mitnehmen, diese digitale Lehre, dass man das aus der Pandemie heraus noch mit sich weiterträgt und die Vorteile davon halt auch sieht. Und es gab ja auch so die Befürchtung, dass viele DozentInnen haben gesagt, dass sie sich verfürchten, quasi Vorlesungen aufzuzeichnen, weil dann würde ja niemand mehr kommen. Das sehe ich aber anders. Ich finde das extrem wichtig, dass man das ermöglicht, weil man kann immer noch die Vorlesungen in Präsenz stattfinden lassen, wenn die Pandemie vorbei ist. Das finde ich auch richtig und richtig. Wenn man jetzt die Vorlesung noch zusätzlich als Stream anbietet oder als Videoaufzeichnung hochlädt, ist das für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Das ist halt quasi ein Zusatzangebot. Das heißt also, Leute mit einer psychischen Beeinträchtigung, die vielleicht gerade an dem Tag absolut nicht raus können, dann trotzdem ihr Studium weiterführen können. Man darf nicht vergessen, es gibt nicht diesen generischen Studenten oder Studentin, sind Menschen, die schon Kinder haben oder Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Hochschule ist halt divers und dementsprechend sollte man sich dann auch divers anpassen. Und das wäre total super, wenn das in die Zukunft... Ja. Beibehalten die Vorteile der digitalen und die Vorteile der Präsenzlehre, muss man dann mal sehen. Dann würde ich mich bei allen bedanken und würde mich besonders bei Nima, würde ich nochmal alles Gute für das weitere Studium wünschen. Okay. Und herzliche Grüße nach Dortmund. Ja, wir haben jetzt gehört, dass zum Beispiel Frau Dr. Birgit Drulshagen, die bezeichnet sich als doppelte Expertin, sowohl in der Lehre als auch in der Beratung tätig ist, dass sie selber auch eine Blindheit hat und dass sie diese Blindheit eigentlich auch als Vorteil in gewisser Weise sieht für ihre Arbeit, weil sie nämlich sowohl von wissenschaftlicher Seite her als auch eben aus der ganz persönlichen Erfahrung heraus arbeiten kann. Frau Dr. Hagert erzählt, dass die Bedeutung von digitalen Medien stark zugenommen hat und dass deswegen natürlich auch das Thema Barrierefreiheit immer wichtiger wird. Was ich vor allem interessant fand, war eben, dass unser Informatikstudent Saleh Al-Ibrahimi zum Beispiel gesagt hat, dass Informatik alles andere als eine einsame Sache ist, sondern Informatik ist auch eine Sache, in der ein Studium, in dem sehr stark in Gruppen gearbeitet wird und dass das was ist, was er während der Pandemiezeit auch als schwierig empfunden hat. Die Einsamkeit oder die Isolation hat sich da schon auch bemerkbar gemacht, was die Gruppenfindung anging. Ansonsten hat er gesagt, dass die digitale Lehre auch manche Dinge vereinfacht hat, dass er zum Beispiel sich Videos nochmal anhören kann, Unterrichtsvideos und ja, in gewisser Weise gemischte Reaktionen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Studieren mit Behinderung inzwischen vielleicht in gewisser Weise alltäglicher geworden ist, sodass es vielleicht normaler geworden ist, auch Menschen, die behindert sind, an Unis zu erleben und ihnen das auch zuzutrauen, ein Hochschulstudium zu machen, das aber nach wie vor ein Studium sehr viel Eigeninitiative erfordert, also es ist nicht viel anders als noch vor 25, 30 Jahren. Und dass wir nach wie vor eben, wenn wir studieren wollen und eine Behinderung haben, uns doch sehr, sehr stark auch selber engagieren müssen in puncto Nachteilausgleich, dass wir uns unsere Rechte klar werden müssen und dass wir diese Rechte auch einfordern müssen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die drei von der Uni Dortmund so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Ich habe mich auch über dies gefreut, mich diesem Thema nochmal nähern zu dürfen. Ich hoffe, ich habe damit einigen von euch oder von Ihnen ein paar interessante Infos noch liefern können. Und möchte mich an dieser Stelle noch meiner Technikerin und der Redakteurin Christine Schumann bedanken, die mich bei diesem Podcast sehr begleitet und unterstützt hat. Ja, verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihre Gwen Schulte.